Hallo, willkommen bei Nachteule. Heute geht es um den Vintage-Look bei Bilderrahmen. Ich habe mir zwei Bilderrahmen besorgt, die recht originell aussehen. Ich wollte aber den Vintage-Look noch verstärken, sie noch älter aussehen lassen. Bitte entfernt vorher das Bild und lasst es nicht drin, so wie ich es gemacht habe. Ich bin ja später drauf gekommen. Ich möchte den Effekt von angelaufenem Silber erzeugen. Deshalb habe ich zuerst grün und blau aufgetupft und später dann auch das Schwarz und poliere immer wieder die Reliefs raus. Das funktioniert aber auch prima bei glatten Rahmen. Ihr könnt auch notfalls die ein bisschen bearbeiten mit Feile und manche schlagen sogar kleine Löcher rein, um den Holzwurmbefall darzustellen. Beim zweiten Bild benutze ich die gleichen Farben, der Fokus ist aber hier mehr auf Schwarz gelegt. Und überlegt euch, wenn ihr ein Originalstück habt, da wo man beim Putzen oder Abwischen nicht hinkommt, da sammelt sich ja der Dreck an und da ist auch die Farbe noch ganz anders als an den anderen Stellen und diesen Effekt wollen wir ja erzielen. Das heißt also in den Ecken und Kanten mehr von der dunklen Farbe aufzutragen. In dem Fall mache ich ja schwarz in die Ecken, weil meine Bilderrahmen sind ja Silber und ich möchte angelaufenes Silber, den Effekt von angelaufenem Silber darstellen. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp der besonderen Art für euch. Und zwar sind das die pflegende Reinigungstücher von BB Young Care. Die benutze ich nicht nur zum Abschminken, sondern wie ihr hier seht, auch zum Abmachen von Farbresten an den Händen. Funktioniert prima und die Pflege ist auch toll. Ich schreibe es euch unten nochmal in die Beschreibung rein. Das war's. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Falls ihr keinen Bock auf Abo habt, könnt ihr auch gerne mich immer wieder besuchen unter Nachteule Eva. Da findet ihr meinen Kanal. Okay, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao, eure Eva.